Herzlich willkommen zum GMP-Podcast, Ihr Podcast mit dem Pharmawissen für unterwegs. Neue Gäste, neue Themen und neue Entwicklungen aus dem Pharmabereich. Hier für Sie zusammengefasst. Sie sind gespannt auf die Fortsetzung? Falls Sie die vorherige Folge verpasst haben, empfehlen wir Ihnen, diese nachzuholen, um die Grundlagen zu diesem Thema zu verstehen. Freuen Sie sich nun auf diese Folge des GMP-Podcasts und viel Spaß beim Zuhören. Okay, diese Kennzahlen finde ich gut, dass es die sicherlich gibt, aber sie sind ja noch nicht so richtig bei uns in Europa verankert. Also ich habe wenig Audits erlebt, wo solche Kennzahlen auch mal irgendwie als Inspektor oder als Kundenaudit oder so abgefragt werden. Anders sieht es ja in Amerika aus, wenn ich das jetzt in meiner Recherche noch jetzt richtig in Erinnerung habe. Die Amerikaner sind da ja etwas stringenter, was die Kennzahlen angeht. Also wo ist der Unterschied zwischen Europa und Amerika? Ich sehe es nicht. Oder ist er gar nicht so weit weg? Also ich glaube, wir sind gar nicht so weit auseinander. Also ich sage mal, vor 15 Jahren war es sicherlich noch so, dass das Thema Kennzahlen eher stiefmütterlich vielfach in Deutschland war. Bei globalen Unternehmen war es natürlich schon anders. Mhm. Vieles ist aus den USA hier rübergekommen, aber das Thema Kennzahlen findet sich jetzt auch in den Regelwerken in Europa dabei. Also diese Bewertung, das Kriterien einzuführen, nachdem ich weiß, wie ist die Güte meines PQS, um hier die Ausgangsfrage einmal anzusprechen, die ist schon da. Also und ich kann es nur bewerten, wenn ich dem auch Zahlen hinzufüge dabei. Mhm. Ich denke, dass dies zunehmen wird weiter, dass dies, meine Erfahrung aus den Audits in den letzten Jahren ist eigentlich aber auch, dass das Thema Kennzahlen ganz klar auch hier in Europa angekommen ist dabei. Eine Frage, die man als Auditor immer stellt, ist natürlich die Frage des Management Reviews und dann natürlich auch zu schauen, okay, wo sind denn Qualitätsziele eventuell festgelegt? Also man wird ja vielleicht die Inhalte nicht sehen von so einem Management Review, aber die Ziele kann man sich schon zeigen lassen dann. Ja, also machst du das? Lässt du dir die Ziele zeigen? Wenn sie, also manchmal ist es so, dass sie ja, oftmals, dass das nicht rausgegeben werden, rausgegeben werden möchte. Ja, oder das so. Stimmt. Also zumindest, welche Punkte werden eigentlich verfolgt? So, ich sage es mal so. Also häufig ist es so, dass in so einem Management Review zum Beispiel, wenn es eine SOP gibt dazu, dann ist beschrieben, welche Punkte überprüft werden. Und meist häufig oder sagen wir häufig findet man eben dort auch dann die Festlegung, welche Qualitätsziele werden weiter verfolgt. Da stehen vielleicht nicht die numerischen Werte drin. Also da steht drin, 65% sollen es sein, 85, 50, 100, sondern da steht zumindest, aber danach wird geschaut, dass das Unternehmen offenlegt, wie seine Kappa- und Time-Rate ist, um das Beispiel nochmal zu nehmen, kann man nicht unbedingt erwarten. Ist schön, wenn das so ist. Wenn es ein eigener Lieferant ist, würde ich darüber reden wollen mit ihm. Wenn es mehr allgemeinerer Natur ist, dann sicherlich ja nicht. Hm. Jetzt haben wir ja viel über die Produktion gesprochen. Ich möchte mal kurz abschweifen, weil ich weiß, du kommst ja aus dem Labor. Gibt's das, kann ich da die Kennzahlen auch einführen? Also habe ich einen Vorteil, wenn ich Kennzahlen auch im Qualitätslabor einführe? Also ich denke, dass in den modernen Qualitätslaboren Kennzahlen längst angekommen sind. Also sowohl zur Steuerung des Labors als auch das ganze Thema Qualität ist sicherlich ganz wichtig dabei. Ein zentrales Thema sicherlich im Labor oder im analytischen Bereich dann eben ist das Thema OOX, also OOS, OOT als Beispiel. Und dort herauszuarbeiten, was sind eigentlich die Ursachen dabei. Auch da gibt es Fristen, die festgelegt sind, bis wann etwas abgeschlossen sein muss. In diesem Kontext relevant sicherlich auch noch, wie viele dieser Analysen sind wiederholt worden. Auf welcher Stufe des OOS-Verfahrens abgebrochen worden. Dabei. Oder O-Trend, wo lege ich meinen Trend eigentlich hin? Ne? Ganz genau, ganz genau. Und dann eben herauszuarbeiten, okay, was sind eigentlich die Ursachen dafür? Also ist dies eher ein Kompetenzproblem? Ist dies mehr ein Methodenproblem? Also vielleicht bei der Entwicklung der Methoden, die dann nicht robust genug sind dabei, das zu identifizieren und herauszuarbeiten, Prioritäten daraus ableiten zu können für den Laborbetrieb, das ist schon ganz wichtig, aber das gibt's. Das ist ja dann faktisch ja sogar noch viel einfacher zu fassen als unten in der Produktion, würde ich jetzt mal sagen, mit den klassischen Time-Rates-Geschichten. Also im Labor sehe ich so die Effektivität und ein Qualitätssystem dort zu etablieren ja noch viel einfacher, ne? Weil die Kennzahlen greifbarer sind, ne?
Siehst du das nicht so? Nee, stimme ich nicht unbedingt zu. Also die Frage ist, also das eine ist ja, wie ich die Kennzahlen implementiere. Also wir hatten ja gerade das Bild von oben nach unten gebracht dabei. Die Kennzahlen, die ich habe, die ich in meinem, jetzt im Laborbetrieb beispielsweise verwende, es geht ja auch nicht nur darum, die Kennzahlen zu haben, sondern es ist sicherlich förderlich für die Qualitätskultur, eben auch über diese Kennzahlen zu sprechen, Transparenz zu haben. Und nicht nur einfach die Zahlen zu haben, sie zu monitoren, an die Wand zu werfen oder auszuhängen dabei, sondern eben auch dann sich ganz bewusst die Zahlen vorzunehmen und dann auch mal darüber zu sprechen dabei. Ja, das ist ein gutes Stichwort, über die Kennzahlen auch mal, also überhaupt über die Kennzahlen mal zu sprechen. Ich muss sie, also ich erzeuge sie, aber sie müssen ja auch irgendwas ausspucken letztendlich, ja, so sage ich es einfach mal ganz salopp. Und diese Quality Matrix von der FDA geht, glaube ich, in diese Richtung, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Also wie gehe ich damit um? Was steckt hinter diesem Wort, was ganz oft jetzt ja auch bei uns jetzt benutzt wird? Ne? Ja, also Quality Matrix ist recht einfach. Letztendlich, das war eine Initiative oder ist eine Initiative der FDA. Auch wenn sie noch nicht live vollständig angekommen ist, spiegelt es eigentlich. Ich dachte, es ist schon drin. Ja, nee, so richtig noch nicht? Ja, so richtig ist es noch nicht angekommen dabei. Wir sind immer noch im Draft-Status zum Teil. Und es gab Piloten, mehrfache Versuche dabei. Es gab lange Diskussionen auch mit den Verbänden PDA und ISPE und der FDA dabei. Wie kann man das Ganze implementieren? Dann ist es ja auch in dem Moment, wo ich diese Zahlen gegenüber einer Behörde veröffentliche, ist es natürlich die Frage, wie ist meine Nabelschau jetzt gerade? Möchte ich das Ganze auch? Und man muss fairerweise auch dazu sagen, die Vergleichbarkeit zwischen den Unternehmen ist natürlich auch wichtig. Also um das Beispiel der Abweichung jetzt nochmal zu nehmen, weil es halt ein wichtiges Element ist, aber ich kann natürlich mir anschauen, wie viele Abweichungen ich habe, bezogen auf eine Anzahl von Ansätzen oder Chargen, die ich produziert habe im Zeitraum. Das ist aber nur vergleichbar, wenn ich die gleiche Definition für Abweichung habe. Also es gibt Unternehmen, wo beispielsweise auch mit Events gearbeitet wird, sozusagen unterhalb der Schwelle zur Abweichung dabei. Während andere das habe ich auch schon öfter gehört. Ein Vorfall. Andere Unternehmen dann eben alles im Abweichungssystem landen, was, sagen wir mal, aus Qualitätssicht sicherlich begrüßenswert ist, das Ganze zum Data Mining machen zu können. Aber das ist natürlich für die Vergleichbarkeit schwierig, weil das Unternehmen, was eigentlich offener und offensiver damit umgeht, da vielleicht benachteiligt wird bei den Zahlen hinterher. Versucht das die FDA, diese Vergleichbarkeit mit ihrer Initiative darzustellen? Also gibt es da Vereinheitlichung, Definition? Oder tun sich die auch noch ein bisschen schwer? Ja, ich glaube, sie versuchen es, das muss man fairerweise sagen, aber es ist natürlich immer eine Frage des Schwellenwertes, den man für sich selber definiert, ab wann man in diesen Prozess hineingeht dabei. Also ist sicherlich einige von diesen Kennzahlen sind standardisierbar, aber da ist natürlich die Frage, wie bei allen Kennzahlen, eine elementare Festlegung, was ist die genaue Definition? Genau, und das auch ein Punkt, den ich nochmal aufgreifen wollte, wenn ich diese Kennzahlen jetzt habe und wie muss ich sie genau definieren, beziehungsweise um nachher auch mit den Ergebnissen sprechen zu können? Also wo liegt die Definitionsgrenze und wann muss ich denn eigentlich über solche Ergebnisse sprechen? Weil einmal im Jahr oder alle halbe Jahre ist, finde ich, ein bisschen zu spät. Oder wie hast du das gehandhabt? Also es gibt unterschiedliche Aspekte, die dazugehören. Das erste ist sicherlich, das Allerwichtigste ist, wie definiere ich diese Kennzahl? Diese Kennzahlen fungieren ja nicht nur für die interne Sicht. Also beispielsweise, wir hatten die Qualitätskontrolle, damit die Qualitätskontrolle sich das selber anschaut. Das sicherlich, das ist einfach. Aber sie müssen auch zwischen verschiedenen Bereichen eben mit dem Report ans Management eventuell dann zusammenarbeiten können dabei. Oder ich habe verschiedene Betriebsstätten, die ich hinterher Ergebnisse vergleichen möchte, dann ist es natürlich von hohem Interesse, eben dementsprechend vergleichbare Definitionen auch dabei zu haben. Ich bin großer Fan davon, eine Art Profil einer Kennzahl zu machen. Das erscheint direkt auf die Kennzahl. Wenn ich die Kennzahl festlege, eine Art Profil dafür zu erstellen. Und zu jeder Kennzahl gehören bestimmte Aspekte, die definiert werden müssen.
Dazu gehört natürlich erstmal, wie heißt die Kennzahl? Also auch da verschiedene Unternehmen, verschiedene Wörter, aber das hat natürlich, das lege ich einmal fest und dann aber die exakte Definition. Wie wird diese Kennzahl wirklich errechnet? Also was ist die Bezugsmenge beispielsweise? Und dann zu sagen, wo kommen diese Daten eigentlich her? Sind es Datenfelder beispielsweise in einem SAP-System bezogen? Oder wenn ja, welche dieser Daten sind das eigentlich? Welche Datenfelder sind das genau, wenn diese mit einem Status verknüpft sind beispielsweise? Welche Zeiten liegen eigentlich dahinter? Nicht alle Datenbanken werden zum gleichen Zeitpunkt aktualisiert. Wann werden diese Daten eigentlich aus den Daten, wenn es aus einer Datenbank herauskommt, wie kommen die eigentlich aus der Datenbank heraus? Zu welchem Zeitpunkt? Was ist der Betrachtungszeitraum eigentlich dabei? Schaue ich nur auf den Monat? Schaue ich vielleicht auf ein halbes Jahr, wenn ich Trends identifizieren möchte? Es ergibt natürlich keinen Sinn, bei einigen Zahlen einen Trend innerhalb eines Monats zu ermitteln dabei. Mhm. Ich muss festlegen, wer ist eigentlich verantwortlich für diese Kennzahl? Es ist eine gute Praxis, sowas wie eine Art Warnwert auch gleich mit festzulegen dabei. Also ich kann sagen, dass ich mich bei 60% von dem erwarteten Wert irgendwo bewege, dass ich dann schon mal eine Warnung erhalte auch dabei. Oder auch, wenn es so signifikant ist, dann kann ich sagen, okay, wenn ich plötzlich nur noch bei 30%, dann muss der auch dementsprechend eskaliert werden schon. Da muss ich nicht erst einen Monat warten, wenn ich feststelle, dass bei mir gerade alles mehr oder weniger zusammengebrochen ist dabei, auch aus der Kennzahl heraus. Das festzulegen ist, glaube ich, eine der wichtigsten und auch schwierigsten Fragestellungen dabei. Ich komme wieder jetzt von oben und schaue mir an, ich habe als Management natürlich die Aufgabe, ich habe strategische Ziele, die ich verfolge, ich habe meinen operativen Betrieb und ich habe vielleicht Verbesserungsprojekte, die vorangetrieben werden dazu und die möchte ich irgendwo mit Kennzahlen belegen dabei. Das sind meine KPIs, die ich habe. Das auch, wir sind jetzt gerade auf der Unternehmensführungsebene dabei. Ja, ja. Und darunter habe ich wiederum meine eigentlichen Kennzahlen, die würde ich nicht alle als KPIs bezeichnen. Ach so, okay. Du machst also Unterschiede zwischen KPIs und Kennzahlen. KPIs sind sicherlich, die heißen ja Key Performance Indicator, ja, ja. Das sind die wichtigsten, die ich habe. Also wie stark kann ich wie stark kann ich eigentlich Kennzahlen so verdichten, dass ich daraus eine zusammengeführte Aussage treffen kann? Also ein Beispiel, eine Supply Chain Kennzahl, OTIF, also On Time in Full, ist eine Möglichkeit, etwas zu bewerten. Und dazu gehören ganz viele andere Kennzahlen, die vielleicht darunter liegen. Okay, dann ist das die KPI, aber ich habe andere Kennzahlen, die darunter liegen. Okay, aber dann hat ja diese QRS ja richtig viel zu tun. Oder würdest du, wenn ich mir so eine richtige Landkarte von der Firma baue mit verschiedenen Kennzahlen, die dann wiederum zu KPIs führen, der muss die ja einer dauerhaft ja auch im Blick behalten. Jetzt hast du gerade gesagt, ja, du bist ein Freund davon, eine Verantwortung für eine Kennzahl abzugeben. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich in deiner Gedankenwelt auch wegdelegiert sein, zum Beispiel in die Produktion, zum Beispiel ins Labor. Aber es fließt dann irgendwann in die QS zurück. Also siehst du die QS, die Qualitätssicherung, siehst du die für die Zusammenstellung der KPIs? Das ist unterschiedlich. Also tatsächlich gibt es ja nicht nur Kennzahlen im PQS. Es gibt ja auch Kennzahlen aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Kennzahlen für den Finance-Bereich, es gibt Kennzahlen für den operativen Bereich, die sich weit an anderen Dingen natürlich orientieren dabei. Es ist natürlich abhängig davon, von der Größe und Komplexität des Unternehmens dabei. Häufig findet man ja eben die Möglichkeit, die Daten automatisiert aus dem System auslesen zu können, dann ist es ja keine Person, die damit beauftragt ist, sondern eigentlich ein Prozess, ein System, was da... Gut, aber irgendwo muss es ja hingespielt werden, ne? Auch aus dem System raus. Die spannende Frage, die da rauskommt, ist, das eine ist das Messen, das andere ist das Bewerten dabei. Und die Bewertung selber... Da muss man sich klar fokussieren, will ich alles bewerten? Nein, ich muss Prioritäten setzen. Ich kann natürlich ganz viel messen, aber des Messens willen ergibt keinen Sinn. Hm. Sondern wenn ich eine Kennzahl habe, dann ist sie hoffentlich gut gewählt, weil ich denke, ich brauche sie, damit ich mich weiter verbessern kann und messen kann, wo ich stehe. Ansonsten ist es nur Datenmüll und viel zu viel Aufwand und führt zu Frustration bei den Leuten, die sich damit beschäftigen. Aber nochmal, siehst du die in der PQS?
In dem PQS sehe ich klar Kennzahlen, aber natürlich aus der Supply Chain raus nicht. Hm. Aber es gibt natürlich elementare Kennzahlen im Bereich des PQS, die man überall wiederfindet. Also das ganze Thema der, sag mal, der originären Qualitätssysteme wie Abweichung, Kappa, Change Control. Das ist der Klassiker. Das sind die Klassiker, die ich irgendwo habe. Aber ich will beispielsweise auch wissen, wie ist der Trainingsstatus beispielsweise. Auch spannend als Kennzahl, ne? Letztendlich ist es ja wichtig. Das eine ist natürlich, ja, ist es eine grundsätzliche Voraussetzung, um einen Zertifizierungsprozess zu machen. Jetzt wäre die QP-Sicht dabei. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch, was kann ich denn besser machen? Ich muss mich ja nicht nur fragen, wir hatten eben die Frage nach den Ressourcen, aber ich muss mich ja auch fragen, ist mein Prozess eigentlich geeignet? Oder was kann ich an meinem Prozess vielleicht besser machen? Was sind die Hinderungsgründe, warum Mitarbeiter vielleicht nicht geschult sind? Warum dort SOPs sind, die eben noch offen sind und noch nicht trainiert worden sind dabei. Ist das nur eine Ressourcenfrage oder haben wir grundsätzlich vielleicht den falschen Ansatz da gewählt? Mhm. Ja, das führt mich jetzt ja eigentlich auch dazu, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt ja diese ganzen Key-Performance-Indikatoren, ich habe die Kennzahlen, ich versuche die jetzt auch zu bewerten, aber letztendlich ist das ja für mich dann ja so ein dauerhafter Prozess, den ich nicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr nochmal, ich muss da nochmal drauf zurückkommen, machen kann. Das ist ja für mich eigentlich jetzt in unserem Gespräch, was sich so herauskristallisiert, ein dauerhafter Prozess, der ständig in der Entwicklung ist. Und um nach vorne zu gehen, nämlich das Stichwort ist nämlich, ich muss ja irgendwann vielleicht auch mal, im Vorgespräch dieses Stichwort genannt, Cost Control rausziehen. Mhm. Ja? Also ich muss ja irgendwas rausziehen können, was ich nach der Bewertung eigentlich auch rausgebe, damit das verbessert wird, damit ich ja auch irgendwas heraus, also einen Benefit aus diesen Kennzahlen habe. Ne? Absolut. Also das eine ist sicherlich, wenn ich nicht messe, weiß ich nicht, ob ich besser werde oder schlechter werde. Also ich muss schon messen. Muss ich alles messen? Wir neigen dazu, manchmal sehr, sehr viel zu messen, sehr, sehr viele Daten zu generieren, Datenmüll zu generieren, den wir zwar mit uns herumschleppen, aber gar nicht auswerten. Hm. Das ist sicherlich etwas, worauf man aufpassen muss, weil das ist kein, das Messen, und die Kennzahlen zu verfolgen, ist kein Selbstzweck, sondern es ist genau, genau wie du sagst, das meine ich ja. Ich muss ja irgendwann jetzt was, irgendwas machen. Genau. Und das ist eben wichtig zu sagen, daraus abzuleiten hinterher, wo will ich denn eigentlich hin? Also da sind wir wieder auf der Management-Ebene, das gemeinsam mit dem Management festzulegen, was sind die Prioritäten? Alles, man wird nicht alles gleichzeitig lösen können, logischerweise. Das ist klar, ja. Aber zu sagen, okay, in diesem Bereich wollen wir uns verbessern und dann natürlich dementsprechend auch die Wies, also wie wollen wir dort vorangehen, welche Verbesserungsprojekte gibt es eventuell, die das Ganze begleiten können. Für Verbesserungsprojekte ist ein schönes Beispiel. Wenn ich gezielt in einigen Bereichen etwas verbessern möchte, wir hatten das Thema Wartung ja eben einmal als Beispiel, auch dazu sagen, ich setze ein Verbesserungsprojekt dafür auf, und zu schauen, ist dies wirklich nach einer gewissen Zeit besser geworden? Habe Kennzahlen für diesen Bereich, vielleicht im Rahmen des Verbesserungsprojektes, und muss dann aber auch den Mut haben, diese wieder zu entfernen und aus dem Monitoren der Kennzahlen zu entfernen, weil sie dann eben nur für dieses Projekt waren. Das ist spannend. Okay, also du sagst, das finde ich interessant, du sagst also, man muss auch Kennzahlen wieder rausnehmen, die mich jetzt nicht nach vorne bringen, die zwar gut sind, wenn ich sie weiter messen würde, weil ich sie vielleicht habe. Oder was meinst du mit, ich nehme so eine Kennzahl wieder raus aus dem System? Was ich meine damit ist, wenn ich Projekte habe, um etwas umzusetzen, zum Ziel der Verbesserung beispielsweise, dann brauche ich Kennzahlen, um zu schauen, ob ich in meinem Projekt vorankomme. Vielleicht brauche ich dort mehr Details als die Kennzahl, die wir eben hatten, also Unplanned Maintenance Rate. Mhm. Wenn ich die habe, habe ich vielleicht viele Subkennzahlen, die ich brauche, um zu schauen, okay, wenn ich an diesen Prozessschrauben etwas verbessere, meinen Prozess anders gestalte, dann verfolge ich das eine gewisse Zeit, aber danach muss ich auch aufhören, die zu messen, weil ich habe die übergeordnete Kennzahl immer noch. Also dieses Sklavische, wir haben das immer gemessen, wir messen das auch weiterhin. Wir wissen zwar nicht, warum wir das messen, da sollte man von weggehen. Okay, aber nochmal die Frage, ich muss da wirklich mir noch ein bisschen drauf rumreiten, weil für mich ist das, glaube ich, und für die Zuhörer auch noch nicht so ganz klar, also dieser DAO, also ich nehme mir diese Kennzahlen, ich habe sie jetzt bewertet. So. Und dann entsteht so eine Idee raus, ich muss hier irgendwas
an den und den Schrauben drehen, ich möchte hier irgendwas verbessern. Da muss ich ja Prioritäten setzen. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen, wie du schon sagst. So, also ist das ja auch so ein Stück weit so ein Jahresplan, ein Zweijahresplan. Also ich nehme, also um diesen Prozess erstmal aufzunehmen, also ich nehme erstmal die Kennzahlen auf, ich muss eine Zeit lang bewerten, ohne Reaktion, um dann irgendwann sagen zu können, also in den und den Bereichen sehe ich, dass wir da irgendwie rot laufen. Wie setze ich jetzt die Prioritätenliste fest? Wie viel Zeit würdest du dir geben, um bestimmte Bereiche zu optimieren? Das ist eine klare Frage des Risikomanagements in meinen Augen. Also ich muss mir natürlich, ich habe zwei Dinge. Das eine ist, ich mache eine Ist-Aufnahme. Ich stelle ja fest, wenn ich messe, wo bewege ich mich. Ich weiß vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht, ist das gut oder schlecht. Aber ich habe schon eine Idee sicherlich dabei, ist das gut oder schlecht. Habe ich bei einigen der Elemente ist es sicherlich eine Frage, habe ich ein Risiko für die Produktqualität? Habe ich ein Risiko für meine Prozesse? Habe ich ein Risiko für meine Supply Chain möglicherweise dabei? Ja. Und dann muss ich mir diese Frage natürlich beantworten. Daraus ergeben sich in meinen Augen auch Prioritäten. Natürlich brauche ich eine gewisse Datenmenge, um Grenzwerte, Ziele festlegen zu können dabei. Aber erstmal ist es sicherlich etwas, wenn ich damit starte, mir anzuschauen, wo habe ich mögliche Risiken eben wie genannt. Okay. So, und wenn ich jetzt diese Kennzahlen habe und bewerte und ich habe mir eine Prioritätenliste festgelegt, dann bin ich doch in dem Bereich der Leistungsfähigkeit und der Effizienz einer PQS. Oder gehört da noch außer die Kennzahlen, Bewertung und eine Verbesserung noch mehr dazu, um eine Leistungsfähigkeit einer PQS zu beurteilen zu können? Ganz genau. Also letztendlich ist das, was ich mir geben kann, um eben das beurteilen zu können. Die Frage ist, die spannende Frage, die sich daraus ergibt, was ist denn eigentlich leistungsfähig in diesem Moment? Also genau. Was bedeutet das eigentlich und wie kann ich das... Brauche ich eine übergeordnete Kennzahl vielleicht? Also die eine Kennzahl gibt es sicherlich nicht, das muss man ja dazu sagen. Also, aber es ist natürlich spannend, vor allen Dingen dann noch im Unternehmensvergleich. Also eine der Fragen, die dann immer auftauchen, okay, was sind denn Werte, die gut sind? Also ist eine Kappa, und um das Beispiel zu nehmen, ist eine Kappa-On-Time-Rate von 65% gut? Möglicherweise nicht. Ist eine von, muss es 100% sein? Wenn ich 100% sehen würde im Audit, würde ich mich wundern. Weil es gibt immer Gründe letztendlich, warum etwas vielleicht nicht fertig werden kann. Ja, genau. Also wo gibt es einen etablierten Benchmark sozusagen, unternehmensübergreifend, ist sicherlich sehr schwierig, weil das sind natürlich Daten, mit denen nicht unbedingt nach außen gegangen wird. Genau. Dabei. Deswegen ist es auch, glaube ich, auch schwierig für Unternehmen, die sich jetzt das erste Mal, vielleicht wieder das erste Mal damit beschäftigen, wo setze ich so eine Grenze? Also beste Beispiel, diese 65%, ist die gut, ist die schlecht? Gibt es Publikationen, sind die Amerikaner mit ihrem Quality Management Programm da irgendwie weiter, wo man sich orientieren kann? Also ich muss mich ja an irgendwas messen. Du hast das Wort Benchmark genannt. Ja, also es gibt wenig Informationen dazu, das muss man klar sagen. Also die werden natürlich... Musst du publizieren. Ja, muss man publizieren, aber es ist natürlich eine Frage der Vergleichbarkeit. Und natürlich möchten Unternehmen dort nicht vergleichbar sein. Das ist natürlich so. Aus meiner Erfahrung raus ist es immer eine Aufgabe des Qualitätsmanagements, vielleicht des Leiters der Qualitätseinheit dabei, rechtzufertigen, dass das System, so wie es heute aussieht, entweder adäquat aufgestellt ist, also die Prozesse effektiv sind. Und dann kommt die Frage der Effizienz, die dahinter steht. Weil es ist immer ein Ressourcenproblem, was diskutiert wird. Es werden immer Herausforderungen, die diskutiert werden dabei. Und man muss sich dieser Frage auch stellen. Denn die Frage ist ja durchaus legitim, das zu tun. Und wenn man ehrlich ist, viele der Prozesse sind so organisiert, weil sie immer schon so organisiert worden sind. Und da ist vieles, was in den Prozessen auch besser gemacht werden kann, sicherlich. Das bedeutet nicht, dass man grundsätzlich mit zu wenig Ressourcen arbeiten soll, sicherlich dabei. Aber die Frage, ich möchte auch mal dieses Bild des Elfenbeinturms da nochmal bemühen. Die Qualitätssicherung sitzt nicht im Elfenbeinturm. Auch die muss schon erklären, warum manche Vorgaben so sind, manche Prozesse so aussehen, wie sie sind.
Ist es denn nicht auch ein Stück weit dann auch so eine selbstkritische Hinterfragung von der Qualitätssicherung, ob ich denn von der PQS, ob ich so agieren möchte, wie ich vielleicht bis jetzt agiert habe? Oder muss ich mich sogar, um jetzt auch mal den Blick nach vorne zu bringen, eigentlich ein Stück weit jetzt auch verändern in der heutigen Welt? Ja, also wie starr muss ich an diesen Kennzahlen, an diesen, zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel an diesen 65%, ja, weil wir uns da jetzt dran orientiert haben, muss ich mich an diesen 65% starr festhalten oder muss ich nicht die gesamte Organisation im Blick haben, wie sie sich verändert durch Digitalisierung, durch Automatisierung, dass ich auch einen Veränderungsprozess während des Bewertungsprozesses auch einbringen muss? Absolut, das Ganze ist natürlich im Fluss, es verändert sich alles. Also das ist ja für alle Bereiche so, es ist nicht nur im Qualitätsbereich. Nichts ist isoliert dabei und alles interagiert. Also letztendlich steht nichts für sich dabei. Schwierig vor, und, das macht die Sache herausfordernd, aber auch spannend. Also letztendlich ist es doch absolut toll zu sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln, wie sich die Möglichkeiten, die es gibt, weiterentwickeln. AI als eine Möglichkeit, Trends auch im Qualitätsbereich möglichst prognostizieren zu können, mögliche Risiken zu identifizieren. Da ist sicherlich noch nicht alles gefunden, die Entwicklung ist noch nicht zu Ende sicherlich dabei. Nee. Aber es ist schon spannend zu sehen, in welche Richtung es gehen kann. Hast du da nämlich, die nächste Frage, weil ich ja auch sehr KI-lastig ja auch bin. Hast du schon erste Beispiele, wie so eine KI in so eine PQS integriert werden kann? Hast du schon was gesehen oder ist das bis jetzt alles nur noch in so einem diffusen Nebel irgendwo? Also im PQS habe ich es nicht gesehen. Das erscheint auch auf den ersten Blick ein Widerspruch. Also etwas, was sich selber stark verändert, Dinge zusammenführt, selbstständig denkt, in einem starren Kasten wie so ein PQS, wie es manchmal empfunden wird, zu sehen, das ist für viele sicherlich erstmal schwierig. Ja, glaube ich auch. Wo man es sieht, ist sicherlich die Entwicklung in elektronischen Qualitätsmanagementsystemen, die eben auch zunehmend mit AI-Unterstützung, Prognosen dort erlauben dabei und eben bei einer ganzheitlichen Betrachtung und Identifizierung von Risiken enorm unterstützen können. Mhm. Wobei natürlich jetzt, man muss jetzt ja sagen, ich habe natürlich eine Masse an Daten. Mhm. So, wir haben ja selber jetzt in unseren Gesprächen jetzt herauskristallisiert, ich messe, ich habe Daten, ich habe SAP voll mit Daten. Da würde es doch eigentlich Sinn machen, da zumindest mal eine Datenauswertung, eine automatisierte, eine digitalisierte, nennen wir sie KI oder AI, drüber laufen zu lassen, ohne eine Bewertung vorzunehmen, sondern rein auf Basis der Mustererkennung vielleicht, ja? Absolut, auch das gibt es. Aber daran wird gearbeitet. Bisher habe ich selber noch nicht damit zu tun gehabt. Aber du nutzt das sicher, auch noch nicht in deiner Firma. Wir nutzen es noch nicht, aber ich bin mir ganz sicher, dass es kommen wird. Also gerade bei Supply Chain Fragestellungen weiß ich, dass wir aktiv an diesen Dingen auch arbeiten. Aber da geht es eben um Vorhersehbarkeit, Robustheit von Prozessen eben dabei und Ähnliches. Also von daher, das wird kommen und das wird auch genauso gut im Qualitätsbereich kommen. Ja, schade eigentlich. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es da viel schneller geht, ne? Sondern es fokussiert sich mal wieder alles auf die Automatisierung der Herstellung, ja, da die AIs und KIs einzubauen. Finde ich schade, dass ich das nicht so in den einfachen Regionen, also gerade auch im Labor zum Beispiel, da sind es ja die Datenlage fast schon gegen 0 und 1, also wie oft wiederhole ich oder so, da würde es ja viel einfacher sein, aber trotzdem, wir sind wahrscheinlich in der Entwicklung eher so produktionslastig und nicht so in dieser doch immer noch etwas diffusen Welt der Messung von Zahlen, die nur auf, nennen wir es wieder, Abweichung basiert. Ja, also der Qualitätsbereich ist für mich auch ein operativer Bereich, zumindest aus der Sicht eines Unternehmens dabei. Mhm. Da ist man sicherlich auch ein bisschen näher dabei auch dran. Mhm. Naturgemäß ist die Qualitätssicherung als Funktion ja immer etwas konservativ unterwegs. Ja, wird immer genau als Bewahrer verstanden, als Hemmnis, als Hindernis eigentlich, wenn für Veränderungen. Das ist sicherlich eine sehr eingeschränkte Sicht darauf. Ich glaube, dass in einem modernen PQS mit
modernen Menschen, die da offen für sind, für diese Veränderungen auch das PQS dazu beitragen kann, dass die Dinge eben im Unternehmen nach vorne getragen werden dabei, dass es eben besser wird, dass es sich verändert einfach dabei. Also damit der Gedanke kontinuierlicher Verbesserung sich nicht auf die Versionsänderung einer SOP bezieht, sondern eben auf die Verbesserung von Prozessen auch bei. Genau, das hast du schön gesagt. Und da möchte ich nochmal einhaken, um wirklich nochmal rauszuziehen, wenn ich jetzt sowas einführe, dann hat das ja auch mit Aufwand zu tun. Ja? Also ich brauche, das ist ja, was wir hier diskutieren, ist ja nicht so nebenbei zu führen. Ich bin zuständig für Lieferantenqualifizierung und versuche dann noch Kennzahlen einzuführen, sondern das muss ja fokussiert laufen. Und wie ist aus deiner Erfahrung so von der Einführung, bis ich hinterher eine messbare Qualitätsverbesserung bekomme? Also was für ein Zeitraum würde mich jetzt mal interessieren, muss man da rechnen, so 3 Jahre, 4 Jahre, wann habe ich so die ersten Ergebnisse eigentlich? Das ist tatsächlich dann von den Ressourcen abhängig, die zur Verfügung stehen. Das ist jetzt keine, ich will nicht ausweichen. Das eine ist, ich glaube, ja, aus deiner Erfahrung heraus. Ja, aber in den meisten Unternehmen werden Kennzahlen da sein. Da gehe ich im Moment von aus. Das heißt, ich habe eine Position, von der ich starte. Wenn ich Verbesserungen in bestimmten Bereichen vorantreiben will, also nehmen wir das Beispiel Lieferantenqualifizierung, die Prozesse effizienter und vielleicht effektiver gestalten möchte einfach dabei, automatisieren möchte, dann ist das davon abhängig, wie schnell so ein System, wenn ich etwas habe, eingeführt oder Prozesse verändert werden. Das kann innerhalb eines Jahres sein, für Teilbereiche. Wenn ich von dem Gesamt-PQS spreche, die Reise ist nie zu Ende in meinen Augen. Also das hört nicht auf. Das meinte ich damit auch nicht, sondern ich meinte, wann ist für so ein, wir haben ja vorhin gesprochen, so ein Management-Review ist ja auch ein Stück weit dafür da, um auch zu sehen, wie stehe ich und wie verdiene ich mein Geld, so, um das nochmal auf die Kostenschiene aufzusetzen. Wann habe ich so die erste Verbesserung aus deiner Erfahrung heraus? Also Beispiel, Stichwort Chargendurchlauf, wenn ich den verbessern will. Ja, ich brauche 4 Wochen, bis die Doku zusammengestellt ist oder 3 Wochen oder was weiß ich. Und wenn ich jetzt sage, ich will in 3 Tagen durch, also nur aus deiner Erfahrung heraus. Also, wenn es nicht geht, dann... Also es ist ein schönes Beispiel, das zu nehmen. Also sicherlich ist es möglich, was das ganze Thema Dokumentation, Chargen, Batch Record Review, Vorbereitung für die sachkundige Person zur Zertifizierung, dort das signifikant zu verbessern. Ich kann das Ganze versuchen zu parallelisieren. Ich kann versuchen, das Ganze in vorgelagerten Schritten bereits anzugehen dabei. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das so zu organisieren. Ausgehend natürlich davon, wie das Unternehmen bisher aufgestellt ist, sind die Schritte natürlich unterschiedlich groß. Also es ist sicherlich aus der Erfahrung raus, innerhalb von 3 Monaten lässt sich so etwas signifikant verbessern. Das setzt aber voraus, von wo ich komme. Habe ich ein elektronisches System? Habe ich ein rein papierbasiertes Dokumentationssystem? Habe ich die Mitarbeiter zur Verfügung, wenn ich etwas anders machen will? Und ein großer Teil ist sicherlich die eigentliche Prozessentwicklung, also wie will ich das zukünftig machen, aber dann natürlich das ganze Thema Schulung der Mitarbeiter auf diese neuen Prozesse, das darf man ja nicht verlassen. Ja, das dauert auch eine gewisse Zeit. Das dauert sicherlich. Die Prozessentwicklung kann mit einer guten Idee, den guten Tools, den richtigen Leuten mega schnell gehen, aber die Umsetzung, die will sorgfältig, das ist wirklich ein Change-Prozess und nicht nur ein Change-Control. Ja, genau. Das ist eine Veränderung und jede Veränderung hat man ja oftmals auch Angst davor. Ja, es ist ja auch ein Stück weit eine, und deswegen will ich jetzt so ein bisschen mal überleiten in die Qualitätskultur, das hat natürlich auch ein Stück weit mit Transparenz zu tun. Ja, also diese gläserne Produktion wird durch diese Kennzahlen und KPIs ja noch viel transparenter und viel sichtbarer. Mhm. Also jede einzelne Fachabteilung muss ja mitarbeiten und dann sicherlich ja auch ihre Daten offenlegen. Also so ein Leiter Herstellung, der muss seine Abweichungen listen, der muss die an die PQS geben, die wertet das dann aus. Das ist ja auch ein Stück weit eine Verantwortungsabgabe und auch mit ein bisschen, na, ich nenne es ruhig mal Angst, ne? Also was dahinter steht. Also gerade für Firmen, die das zum ersten Mal machen, oder siehst du das nicht so? Ja, also ich glaube, wenn man noch nie damit zu tun hatte, dann ist da sicherlich so eine Hemmschwelle, weil man plötzlich ja die Bücher offenlegen muss. Ja, genau, das meine ich ja. Genau. Ich glaube aber mittlerweile, dass wir in den Unternehmen weiter sind. Also das ist eigentlich... Ist so das dein Gefühl? Durchaus ist kein Königtum der Herstellung alleine mehr für sich existiert, ja, sondern alle interagieren miteinander. Ja.
Die Herstellung kann nicht ohne Qualitätskontrolle, die Qualitätskontrolle auch nicht ohne Herstellung, weil dann gibt es keine Produkte, die sie prüfen sollen. Das Ganze funktioniert nicht ohne Supply Chain und ohne den Einkauf. Viele einzelne, also es ist ein schönes Bild mit der Kette, aber ich glaube, ich würde noch weitergehen dabei. Viele einzelne Elemente in einem Unternehmen, viele Funktionen, die da sind, wenn die nicht ineinander greifen, dann entsteht entweder ganz viel Verschwendung, sozusagen aus dem Lean-Management rausgedacht, oder aber das Ganze ist so ineffizient, was dabei stand, was dann auch betriebswirtschaftlich natürlich von Nachteil ist dabei. Das ist ein interessanter Aspekt, der mir gerade jetzt so einfällt. Nur mal so eine Querfrage. Könnte ich über das Lean-Management auch eine Qualitätsverbesserung erzielen, wenn ich das als Kennzahl mit aufnehmen würde? Also nach meinem Verständnis ist Lean Management nicht eine Kennzahl, sondern das ist ja etwas, ist eine Art von Kultur, sind bestimmte Prozesse, Tools, die ich einsetzen kann, zum Beispiel in einem Produktionsumfeld oder im Laborbereich beispielsweise. Also das ganze Thema Visual Management, 5S, Kaizen, also all das, was in diese riesen Toolbox eigentlich hineingehört dabei, all das hilft mir natürlich, auch den Qualitätsgedanken nach vorne zu bringen. Ich bin großer Fan davon, tatsächlich Visual Management, dazu gehört auch das Thema Kennzahlen. Was ist für dich Visual Management? Also das, was du eben mit Transparenz bezeichnet hast, dieses, ich kann erkennen, wo ich mich als Unternehmen, als Abteilung, als Person, als Schicht befinde, wie meine Leistung gewesen ist. Es ist interessant, viele Menschen wollen eigentlich wissen, wie ist eigentlich meine Leistung gewesen? Ist das, was ich gemacht habe, gut oder schlecht gewesen? Wie haben wir als Team das erreicht? Wie viele Einheiten haben wir als Team erreicht? Produzieren können. Wie viel also das ist davon? Das Klassische, was du gerne, was oftmals in Produktionen, wenn man die besucht, hängt am Bildschirm, so und so viel Output, so und so viel Fehler. Ja, wobei aber es mir dabei ganz bewusst nicht darum geht, es einfach nur dahin zu hängen, um einfach zu sehen, wie toll das gewesen ist, oder aber sogar noch den erhobenen Zeigefinger rauszumachen, zu sagen, da muss aber, die anderen waren besser. Das ist nicht das Ziel für mich, sondern das Ziel ist eigentlich dort, die unterschiedlichen Fragen, die es gibt, die unterschiedlichen Herausforderungen und Ziele, zum Beispiel einer Produktion und einer Qualitätseinheit zusammenzubringen. Also nur die reine Darstellung, wie viele Einheiten sind pro Schicht produziert worden, hilft mir gar nicht, wenn ich nicht weiß, wie viele waren denn davon fehlerfrei. Also diese beiden Sichten zusammenzubringen, ist eine echte Chance. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Quality Oversight. Ich bin großer Fan der operativen QS, also die QS näher an die eigentlichen Ort des Geschehens ranzubringen. Ja, ja, ich auch. Ich finde das wirklich wichtig in der heutigen Zeit. Genau. Und dann ist das für mich eine gemeinsame Erörterung, die sein muss aus meiner Sicht. Also dieses... Also Visual Management heißt für mich nicht nur, es ist irgendwo, man kann es sehen, sondern es ist auch ein Thema. Und das, die Visualisierung ist nur ein Teil davon. Okay, also würdest du diese PQS als Teil der neuen Qualität, also die, ich muss nochmal ein Stück weit zurück, also diese neue PQS, nennen wir, oder du hast die vorhin gesagt, die moderne PQS mit ihren Kennzahlen und ihren KPIs, alles das, was wir jetzt besprochen haben, ein großer Teil der neuen Qualitätskultur ist? Mit dem tollen Wort Visual Management zusammenzubringen? Weil wir hatten uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten, ist eine Qualitätskultur Teil der PQS? Ich würde jetzt sagen, ja, oder? Wieso euphorisch, wie du das jetzt dargestellt hast? Also ich glaube da andersrum. Also Qualitätskultur geht weiter als nur das PQS. Das PQS ist... Ich dachte, dass erst nur ein Teil davon ist. Ja, ja. Also Qualitätskultur geht natürlich viel weiter. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, diese zu verbessern, zu verändern, sicherlich dazu. Das PQS, wenn es nicht, ich nenne es mal modern, vernünftig gestaltet ist dabei, ist sicherlich etwas, was für eine Qualitätskultur förderlich sein kann oder hinderlich sein kann. Wenn ich dort nur einen starren Rahmen habe, aus dem ich, der nicht zu meiner Realität passt, dann ist dies nicht förderlich. Dann wird die Qualitätskultur schwierig werden. Oder sie wird schlechter werden einfach dabei. Das PQS selber muss an das angepasst sein, wie das Unternehmen operiert dabei, wie die Prozesse wirklich sind. Deswegen kann man auch nicht von einem Unternehmen in das andere einfach sozusagen es hineinkopieren. Das muss schon wirklich zu den Gegebenheiten dort passen dabei. Und wenn dies nicht passt, wenn die Mitarbeiter
jeder Mitarbeiter wahrnimmt, dass die Theorie in dem PQS und die Realität nichts miteinander zu tun haben, dann hat man wirklich Probleme. Ja, deswegen finde ich das ja so wichtig und da haben wir uns vielleicht jetzt ein bisschen missverstanden. Also das, was ich da entwickle in der PQS, um es transparent zu machen, Visual Management, um das runterzutragen oder woanders hinzutragen und die Mitarbeiter mitzunehmen, das ist ja das, was du als Qualitätskultur denn ja auch bringst. Also das, was die Mitarbeiter produzieren, wird ja dann, oder auch im Fehlerfall oder nicht im Fehlerfall, wird ja alles gemessen und grob zusammengefasst. Und wenn ich denen das natürlich dann nicht mitteile, dann entspricht es ja nicht deiner Fehlerkultur, so wie du dir das vorstellst. Absolut. Also ohne Feedback gibt es keine Verbesserung. Ich denke, das kann man grundsätzlich sagen, unabhängig vom von der pharmazeutischen Welt. Ja. Ohne Feedback keine Verbesserung. Wenn ich keine Standortbestimmung habe, weiß, ob das gerade in die richtige Richtung läuft, dann kann es nicht besser werden. Ja. Deswegen glaube ich, sind das wichtige Mittel, die man braucht, um die Qualitätskultur positiv zu beeinflussen dabei. Und vor allen Dingen auch, um die Qualitätskultur weiter nach vorne zu bringen und auch neu zu entwickeln. Ja, also wenn ich noch an früher denke, ich bin ja auch schon jetzt 25 Jahre da im Geschäft, und wenn ich am Anfang denke, dann gab es diese klassischen hierarchischen Einteilungen, Leiter Qualitätskontrolle, so hieß er, und Leiter der Herstellung und so weiter. Und die haben alle für sich alleine operiert, haben in ihrem alleinigen Bereich agiert, haben gesagt, du hast einen Fehler gemacht, das machst du nie wieder, du wirst jetzt geschult. Und wenn nicht, drohe ich dir mit Abmahnung. All diese Dinge waren ja in den Anfang der 2000er ja noch gang und gäbe. So. Und jetzt entwickelt sich das ja eher zu so einem vollständigen, transparenten Bild, wo wir alle irgendwie mitnehmen müssen, weil sie ja auch die Generationen, die jetzt kommen, ja auch alle wirklich danach rufen, wie bin ich, was mache ich, was soll ich machen? Ja? Absolut. Diese ganze Purpose-Diskussion, die ja dahinter steht, ist ja die auch fließt doch damit rein, oder völlig nicht, ne? Berechtigt. Ich will schon wissen auch, und das ist doch etwas, was man natürlich immer wieder mit den Mitarbeitern kommunizieren muss. Warum machen wir das eigentlich? Und das muss man ja vor Augen halten. Jetzt sind wir im pharmazeutischen Umfeld. Es ist natürlich einfach auch zu erklären. Da sind Patienten, die dahinter stehen. Oder auch mal den Mitarbeitern zu erklären, wie die Übergabe des Medikaments an Fallstudien zu zeigen, dass es den Patienten wirklich geholfen hat. Oder auf der anderen Seite natürlich, was man häufig in Schulungen findet, was passiert eigentlich, wenn etwas schief geht, also nicht sterile Augentropfen beispielsweise oder ähnliches. Man muss ja nicht mit Schockbildern operieren unbedingt, aber klar zu machen, ist das wirklich die Qualität des Produktes? Würdest du das deiner Tochter, deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder, würdest du dieses Medikament denen geben wollen dabei? Und diese Verantwortung, die man hat, die jeder hat, egal ob im Einkauf oder im Controlling oder eben in der Produktion, in der Qualitätskontrolle oder an anderen Stellen sitzt dabei. Jeder ist da ein Teil dieses großen Puzzles. Der eine hat ein bisschen mehr Einfluss direkt auf die Produktqualität, aber das Gesamtpuzzle, wenn wir nochmal das erste Bild machen, wo es auch um die Supply Chain Sicherheit geht dabei, das Gesamtpuzzle, das sind alle wichtig dabei. Und deshalb meine ich, die Qualitätskultur ist weit mehr als nur dieses PQS. Sicherlich da, aber ohne ein vernünftiges PQS, ein modernes PQS, wird schwierig. Mensch, da hast du ja ein richtig schönes Schlusswort gesprochen. Also gerade weil wir noch über die Qualitätskultur gesprochen haben, das ist ja faktisch auch fast schon ein Thema alleine wert. Aber ich finde auch, dass die PQS einen Stellenwert erreicht hat, dem sie vielfach leider nicht gerecht wird. Sicherlich siehst du andere Unternehmen, die globaler aufgestellt sind, größere Konzerne, die das ganz anders denken. Aber ich denke gerade so an kleine und mittelständische Unternehmen, die nicht diese Ressourcen haben, um das so breit aufzusetzen. Aber ich glaube, es geht auch im Kleinen. Ja? Also es geht auch im Kleinen. Man muss ja nicht gleich die ganzen Kennzahlen sich versuchen aufzudrücken, sondern erstmal einfach anzufangen, um auch ein Gefühl dafür zu kriegen. Ne? Absolut. Einfach anfangen, erstmal überlegen, was ist eigentlich wichtig? Was brauche ich? Wenn ich wirklich noch nicht viel habe, zu überlegen, was ist eigentlich wichtig und was will ich damit erreichen? Also nur eine Publikation zu nehmen, die abzuschreiben, passt gar nicht vielleicht zu meinem Unternehmen, wo ich heute bin. Und ich muss es ja auch leisten können. Man kann natürlich, ich würde erwarten, wenn ich jetzt so ein Unternehmen auditieren würde, eine Begründung, warum sie so vorgehen. Aber das ist ja, dann sind wir wieder im Bereich Qualitätsrisikomanagement. Wenn ich sage, okay, wir fangen jetzt so an und das sind die Risiken, die wir identifiziert haben. Erster Schritt, wir haben einen Dreijahresplan, so wollen wir vorgehen dabei. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Ja, genau, das finde ich auch. Leider vermisse ich noch ein bisschen mehr regulatorische Vorgaben. Die
du hattest ja zwar gesagt, es ist an der einen oder anderen Stelle verankert, aber die muss man ja auch erstmal finden. Ne? Also vielleicht mal so zum Abschluss, hast du eine Idee, ob es sowas früher oder später gibt? Hast du was gehört oder soll das eigentlich eher, müssen wir erstmal so weitermachen wie bisher, weil in der Zukunft nicht sowas zu erwarten ist? Also ich hoffe, dass es eigentlich nicht zu viele Vorgaben geben wird. Also ich bin eigentlich ein Freund davon, dass es die Vorgaben gibt und das Unternehmen selber seinen Spielraum, den es hat, ausnutzen kann, um es für sich am besten nutzen zu können dabei. Ich bin kein Fan davon, wenn es wirklich eine Vorgabe für bestimmte Zahlen gibt, die man dann sklavisch abarbeiten muss. Das ist immer schwierig sicherlich dabei und man verliert eventuell ganz viel dabei. Mhm. Vielleicht sind es auch nicht die besten Zahlen, die dann plötzlich da sind. Man kann natürlich die dann auch, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, sie dann mitlaufen lassen. Aber ist es dann möglicherweise auch Aufwand und Verschwendung von Ressourcen? Mhm. Christian, das war ein total cooler Einblick in eine moderne PQS. Und am besten hat mir wirklich dieses Wort gefallen, Visual Management. Das finde ich wirklich auch passend in der heutigen Zeit. Also es hat mich wirklich gefreut, dass wir mal ein bisschen über die PQS diskutiert haben. Ich hoffe, es hat dir auch viel Spaß gemacht. Ja. Also vielen herzlichen Dank, Christian. Es war wirklich toll. Und ich denke mal, wir treffen uns bestimmt nochmal wieder. Also vielen Dank. Ciao. Tschüss.